Flammen lodern aus brennenden Autos auf einem Parkplatz der Stadt Kenosha. Demonstrierende liefern sich Straßenschlachten mit der Nationalgarde, werden mit Tränengas beschossen. Die zweite Nacht in Folge kam es im US-Bundesstaat Wisconsin zu Ausschreitungen. Unzählige Protestler widersetzten sich einer Ausgangssperre und versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude der Stadt. Wütende Reaktionen auf den Angriff auf Jacob Blake. Polizisten hatten dem Afroamerikaner 7-mal in den Rücken geschossen, ein Gewaltakt vor den Augen von Blakes kleinen Kindern auf der Rückbank des Autos. Der Amerikaner befindet sich im Krankenhaus, sein Zustand ist nach wie vor kritisch. Tony Evers, der Gouverneur von Wisconsin, hatte daraufhin die übermäßige Gewalt der Polizisten aufs Schärfste verurteilt und Polizeireform gefordert. Er ließ zugleich Truppen der Nationalgarde nach Kenosha einrücken, um gegen Aufruhr und gewaltsame Proteste vorzugehen.